Ein herzliches Hallo von mir an euch zur letzten Folge Phasmophobia für das Jahr 2020. Und ich meine, 2020 hat's vorgemacht. Ich habe das Gefühl, das Jahr hat irgendwie so einen Speedrun hingelegt. Deswegen gibt's heute zwei Speedrun-Runden von mir für euch. Wir haben's einfach super schnell geschafft, die Geister zu identifizieren, die Geisterart zu identifizieren. Deswegen, das waren super schnelle Runden. Zwei davon packe ich euch hier rein und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr mit Phasmophobia wieder. Wir werden es sehen. Viel Spaß beim Video und bis ganz bald. Ja, und das ist unser Werkzeug und damit wird es herausfinden, wo der Geist ist. Und jeder eine Kopfkamera mitnehmen, ne? So, jetzt hast du, glaube ich, ein Buch mitgenommen, Mo. Nö, ich habe kein Buch mitgenommen. Echt, habe ich das? Oh, okay, ich hab's. Ich habe die Box und das Thermometer. Gut, ich habe EMF und Buch. Ach, wir spielen auf Profi, ja, dann kann ich ja direkt aufmachen. Was kannst du? Ja, wir spielen ja auf Profi, das sieht man, weil wir hier 0-0 haben. Ja, ja. Gut. So. Was haben wir denn für Aufgaben? So, finden Sie heraus, um was für eine Art Geist es sich handelt. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest und finden Sie einen Raum unter 10 Grad Celsius. Und der Geist heißt Thomas Miller. Thomas Miller? Also. Thomas Miller. Geht auf Gruppen Thomas. Und auf Singles und so. Ach, das Haus, ich mag das. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich schon Monate nicht mehr gespielt. Junge und Dorf, ja, genau. Wir möchten mit Ihnen über Gott und die Welt reden. Wow, hier war direkt eine Tür, glaube ich. Wer bist du unten? Wir haben hier, der ist hier unten, glaube ich, im Bad. Wir haben hier schmutziges Wasser und die Tür geht auf und zu. Ich trau mich nicht mehr rein. Ja, Mo dabei. Der rettet. Kommen Sie rein. So. Bin ja da. Also, könnt ihr erstmal hier. Oh ja, EMF 5. Ich hab meinen Job getan. Wovon? Hier so im Flur, okay, hier ist wo ich nicht. Stehe. Warte, da steht. Hab ja, das Buch jetzt auch hingelegt. Schreib in das, ja, also, Buch. Dabei. Schreib ins Buch. Das Bad ist es vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, es ist vielleicht sogar der Flur hier draußen. Weil ich hatte hier draußen EMF 5. Als 13 und 5. Guck mal, ein Fotoapparat. Soll ich da er hat direkt. Über die Box geredet. Okay. Er hat über die Box geredet. Nehmen wir 5 und Box haben wir. Gin oder Oni. Es kann nur noch Gin oder Oni sein. Also entweder das Buch oder Orbs. Oder die Orbs. Steht schon eine Kamera da? Es steht eine im Bad und eine im Flur. Also wenn, dann müsstest du. Wir müssen noch Licht ausmachen im Bad. Ist aus. Das Badelicht ist aus. Das ist jetzt so hell. Hat sich letztens auch schon. Badezimmer sind immer sehr hell. Warte, vielleicht können wir die andere Kamera umplatzieren, dass die Form. Er hat ins Buch geschrieben. Okay, dann komme ich rein und mache Foto. Also, wir haben ein Buch. So, das war Speed. Okay. Ja, wir müssen noch die Zusatzaufgaben machen. Ich mache ja, Foto vom Wasser und vom Buch. Und ich mache so lange schnell den Bewegungssensor. Ich schnapp mir.
Ich gehe mal oben gucken wegen Knochen oder so. Oben in einem Schlafzimmer, ich suche den Knochen. Da. Muss er jetzt nicht nochmal rein, ne? Also oben ist der Knochen, glaube ich, nicht. Ach, wir haben alle Aufgaben erledigt jetzt. So. Ja, es gibt schon genug Geld auf Profi. Na. Ich würde sagen, wir fahren. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Also, das nenne ich Speedrun. Ja, also so zum Warmwerden war das doch echt super. So, eingeloggt haben alle, ja? Alle eingeloggt? Jo. Ja. So, dann fahren wir ab. So, so sieht das aus, wenn der Geist entspannt ist. Was denn, Karin? Welcome back. Sieht nicht gut aus. Was? Wisst ihr, was nervig ist? Immer wenn ich dem Geist sage, er möge doch bitte ins Buch schreiben, reagiert mein Handy. Die Spracherkennung darauf. Das aber wir hatten jedes auch. Mal. Aber was ich überraschend finde, alle drei Runden, wo du jetzt mit der Box interagiert hast, hat er in die Box gesprochen. Tja, er mag mich, die Geister mögen mich. Und jetzt kommt, hier haben wir die schwierigste Aufgabe, machen sie ein Foto vom Geist. Ja. Mach ich nicht. Wir haben Susan Brown. Und Susan ist schüchtern und antwortet nur auf Alleinstehende. Na dann mal hier. I managed to get a copy of the key. Oh, in genau dem Haus bin ich übrigens das eine Mal gestorben. Oh, aber das ist das. Cool. Oh, ist das da, doch, das ist das mit Dachboden, ne? Da bin ich auch gestorben. Ach nee, stimmt, ich bin sogar zweimal gestorben. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Ich bin einmal hier neben dem Kühlschrank gestorben. Oh, hier hatten wir letztens so einen Flitzegeist. Der immer durch die Gegend gedüst ist. Erstmal alle Türen aufmachen. Achso, da ist Hasi in dem Schlafzimmer. Wir haben hier EMF5 im Waschraum. In welchem Waschraum? Hier unten, der kleine. Da. So, Buch. Schreib in das Buch. Temperatur ist hier allerdings immer noch über 10 Grad. Aber EMF. Der war ein Step und EMF 5. Vielleicht ist er hier im Flur davor. Aber da war es kalt. Okay, jetzt ist es hier 9,8. Gut, wir holen. Was holen wir denn? Hat schon jemand UV mit? Dann holen wir uns.
Das? Jupp, Geisterbox. Warte mal, ich wollte noch. Schon wieder Gin oder Oni? Also Buch oder Orbs? Wir haben Orbs. Wir haben Orbs. Dann ausräuchern den Scheiß und los geht's. Foto. Thermometer hat wieder nicht getriggert. Ich heb's gleich nochmal auf. So, was hatten ein wir Gin. Jetzt? Wir hatten Orb. Ein Gin ist das, oder? Orb. Box und EMF5. Genau. Cheers. Jo. So, jetzt schnappt sich hier jeder eine Kamera. Obwohl, nee, ich mach erstmal. Ich habe eine Kamera und ein Kruzifix dabei. Ich mach erstmal den Döner. Ist auch ein Döner. Döner, für mich ist das immer noch ein Tampon. Ah. Wie groß sind denn bitte deine Tampons? Das sind doch nicht Beine, hallo? Oni fahren. Wo bist du? Zeige dich. Ich hätte vielleicht das Dingsdom da fotografieren sollen. Sie stand einfach mal. Ich habe das Foto, glaube ich, gerade gemacht. Sie stand mitten im Raum. Ja, hat du. Ja, gut. Hat auch gezählt. Dann sind wir fertig. Und wieder so ein Speedrun. Ja, wir sind die offiziellen Speedrunner von Phasmophobia. Da können die Ghostbusters einstecken. Echt mal. Oh, es müsste so ein Phasmophobia 2 geben, wo man dann als Ghostbuster unterwegs ist und die irgendwie einsaugen muss oder so. Oh, alle. Gut, alle eingetragen? Ja. Verdammt. Also. Läuft heute. Wupp, wupp.